Und da sind wir wieder. Skyward Sword Happy Fun Time. Jetzt haben wir uns eine Abkürzung geschaffen und mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Noch mehr Scheiter. Ach, hier bin ich. How about that? Kleiner Schlüssel. Das dachte ich mir schon, aber danke, dass ihr es mir nochmal gezeigt habt. War hier wirklich nur einer drin? Einen gefangen hatten die? Worst villains ever. Sie geben sich Mühe, okay? Bin ja auf den Boss gespannt. Um so einen Typen in der pinken Fedora. Und ich meine nicht Dorf Flamingo. Nee? Nee. Schade. Die nennen sich Piraten. Curry. Oh ja, Bon Curry passt. Ich möchte bitte Bon Curry als Boss haben. The Legend of Zelda One Piece. The Legend of Zelda in One Piece? Die ganzen Gegner können wir hier mal Sturm laden. Tür! Hey, noch ein Speicherpunkt. Sollte ich vielleicht mal tun. Komm da mal her. Ernsthaft. Bevor ich hier reingehe, muss ich das Ding wieder umschalten. Game! Ich kann immer mehr verstehen, warum du diese Mechanik nicht magst. Das haben sie doch nur gemacht, um uns zu ärgern. Oh mein Gott, jemand stirbt bei dir. Vielleicht. Ja, ist. Open Sesame Street.
Also wenn du noch sehen möchtest, dass du kein Best of Brothers spielen sollen. Ich glaube, das nimmt man dann wohl in den Wut. Ah. Help! Mir geht so langsam die Lebensenergie auch, scheiße. Wollen wir ein Game Over erleben? Ich weiß gar nicht, was ein Game Over wird, wenn du das Spiel schon mal erleben. Mit uns könntest du ihn erleben. Also, mit mir. Ich brauch ganz dringend einen Stuhl. What the fuck? Nimm mal einen Schlüssel. Who thought of that? Echt? Bist du wieder so sicher? Das steht bei einer 80%igen Wahrscheinlichkeit. War es die alte Beschreibung, die es weggegeben hat? Bitte sag mir, es war die alte Beschreibung. Spoiler! Falk kann die Text einblenden. Würde ich Pfeil sogar zutrauen. Gebieter, ich kann die vierte Wand durchbrechen. War hier nicht ein Stuhl? Ja, hier war ein Stuhl. Das wusste ich doch. Eine gemütliche Pause. So tut's gut. Das ist wahrscheinlich nur ein Prototyp fürs nächste Zelda, wo es dann von sich selbst regenerierende Lebensmittel gibt. Während man gegen mechanische Spinnen, die überhaupt nichts mit Insel jetzt zu tun haben, kämpft, ne? Ja, weißt du noch, über diese ganze regenerierende Lebensenergie lacht man, macht man sich heute lächerlich, ne? Jo. Wo es herkommt, ist noch lächerlicher. Oder so der erste wirklich. Okay, es war wahrscheinlich nicht der erste, der es wirklich gemacht hat, aber so eines der frühen Beispiele war ein GTA-Knockoff namens The Getaway. Ach, das Ding. War, glaube ich, nicht so ganz gut. Ich glaube, ich kann mich noch an den Game-Protest erinnern. Aber das hatte eine Spielmechanik, wo du dich an die Wand lehnen musstest, um deine Lebensenergie wieder zurückzugewinnen. In anderen Worten, das ganze Kauer hinter der Wand, um deine Lebensenergie wieder aufladen zu lassen, da war schon drin. Ach, hier ist auch nochmal ein Stuhl. Wie freundlich von denen. So. Und jetzt muss ich gerade drüber nachdenken, nein, Bullshit. Ich bin ein Idiot. Halo hatte das doch populär gemacht. Echt? Halo? Ich meine, das war Halo. Und Halo ist älter. Oder? Ich weiß nicht, wie alt Halo ist. Also liebe Kommentatoren, ihr dürft mir jetzt sagen, wie falsch ich liege. Sorry, lieber Kommentator, wir haben ja noch einen. Wir haben einen? Keine Ahnung. Wir haben einen Kommentator? Ey, da bin ich ja sicher. Ah, was heißt. Aber lieber Zuhörer oder Zuschauer, darfst du mir jetzt sagen, die falsche Idee. Aber da uns keiner zuschaut, kann dich niemand falsch beweisen. Ha! Kann man das auf Deutsch sagen? Kann mich niemand überführen. Ich kämpfe gegen Barbossa. Ich kämpfe wirklich gegen einen Kraken. Echt. Was ist passiert? Weird.
So, die Tür ist auch aufgeblieben. Was ist da passiert? Das willst du nicht wissen. Meinst du, Fei? Wir gehen unter. You're so going down, man. Das ist eigentlich cool gemacht. Und Donkey Kong. Der Legend of Donkey Kong. Was wir wollen. Wow, wie schnell hat dieser Kraken hier alles komplett zerrissen. Das ist meine effiziente Arbeit von dem. Da ist vermutlich eine große Kreatur hinter. Ernsthaft? Analysen haben ergeben, dass Monster aus dem Tentakel. Und vermutlich gehören die Tentakel einem großen Monster. Auch nur vermutlich. Wahrscheinlich jetzt so 10%ige Chance. Ja, kann ich nicht. Das ist schon freundlich gerundet. Wenn wir nichts tun, wird das Schiff untergehen. Ich komme raus, das Schiff ist untergegangen. Dumm gelaufen. Das muss einer der schlimmsten Bosse überhaupt sein. Er hat eine Tür zerstört. Medusa? Medusa-Attacke? Deida raus. Mal dran. Block. Moment, die ganze Tentakel, die das Viech hier reinhaut. Ist es deren Haare? Ew. Ich komme mir vor wie ein Friseur. Aber so ein Tentakel-Friseur. Keine Ahnung. Stell dir mal vor, was für ein Trauma der Typ haben musste, die Haare schneiden. Also in diesem Moment ich. Autsch. Doppel-Autsch.
I'm ready, bitch. Tut's weh! Das riesige Tentakelviech flöten. Ja, aber nur weil ich diese Episode 2 Minuten überzogen habe. Wie kann's nur? Aber wir haben in der ersten Folge auch erst nach 7 Minuten angefangen. Also. Ich versuch dich nicht rauszureden. Ja, okay. Das sind gar keine Integrität. Ich wollte ja nur den Bosskampf nicht unterbrechen. Ist ja irgendwie doof, so mitten im Bosskampf eine Pause zu machen. Sag das mal zu jeder TV-Serie, ja? Ja, es ist doof. Also Cliffhanger mach ich... gehören dazu. Du bist ein Freund von Cliffhangern. Ich bin ein Freund von Cliffhanger, nicht bei einem Bosskampf. Also... The Aftermath, After... Short Break. After.